Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder ein neuer Sportvlog. Ich bin immer noch in Kroatien und laufe hier in Galižana los. Und guck mal, wo es mich hintreibt. Ich laufe jetzt hier die Bahnschienen entlang. Fährt eh kein Zug. Und wir haben zwar jetzt Mittagssonne und es könnte ganz schön warm werden, aber ich bin gut eingeschmiert. Hab ein Gläschen Wasser getrunken und versuche jetzt meine 10 Kilometer runter zu rattern. Mal gucken, ob es klappt. Und dann bin ich für den Rest des Tages gewappnet. Ja, mehr nach dem Intro. Immer noch in Galižana unterwegs. An den Bahnschienen entlang zu laufen war eine Schnapsidee, weil die Wege da aufhören ganz schnell. Deswegen musste ich wieder zurück auf die Hauptstraße. Aber Hauptstraße heißt hier noch eigentlich tote Hose. Warm ist es dennoch. Und ich mache mich jetzt mal hier durch Kroatien durch und erkunde mal ein bisschen hier den Ort und die Gegend. Hier war ich noch gar nicht in der Kante des Ortes. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was passiert. Jetzt bin ich wieder irgendwo abgelaufen. Hier ist irgendwo Horse Riding. Das gucke ich mir mal an. Einfach nur mal, um was anderes zu haben. Aber wer sich wundert, was für Stöpsel ich im Ohr habe, ich höre zwischendurch Musik. Und zuletzt war von Guns N' Roses Welcome to the Jungle. Passt irgendwie gerade so ein bisschen. Naja, ich gucke mal Horse Riding an. Gucken, was geschieht. Ja, hier im Hintergrund ist Horse Riding. Ob da ein Pferd ist oder ob nicht, weiß kein Mensch. Frage ich jetzt nicht nach. Sieht auf jeden Fall nicht so aus wie ein Gehöft. Aber da ist ein Hund, ich muss weg. Wow, wow. Wow, wow. Da ist ein Hund. Nichts wie weg hier, da will ich sowieso nicht drauf gehen. Zum Glück ist der angekettet. Ich hab schon Schiss in der Hose. Riesenvieh gewesen. Nichts wie weg. Aber man sagt ja, wenn man wegläuft, werden die Hunde noch angestachelt. Deswegen bin ich die erste Zeit ganz ruhig gegangen. Und jetzt ab die Post. Mann, oh Mann. Bin jetzt wieder auf dem Rückweg. Hab so circa 4 Kilometer, als ich gedreht habe. Schon wieder ein Hund. Lauter Hunde hier. 4 Kilometer, als ich gedreht habe. Bis ich wieder daheim bin, sind es knapp 8. Dann ist alles gut. Ganz schön heiß, ganz schön anstrengend. Wenn ich das geschafft habe, Autos, ja. Wenn ich das geschafft habe, bin ich total glücklich. Alles in Ordnung. Ich zeig mal ein bisschen die Gegend hier. So sieht das hier so aus. Olivenbäume sind das, glaube ich. Ja, das bin ich wieder. Daheim angekommen. 8 Kilometer gelaufen in ca. 45 Minuten. Ich nehme euch mal kurz mit. Den Schatten. Und wenn sich einer fragt, warum mache ich das denn überhaupt? Einmal um fitter zu werden, aber zum anderen, um euch anzuspornen. Ihr könnt auch laufen gehen. Auch wenn ihr nur 2, 3, 4 Kilometer am Anfang lauft, könnt ihr euch fit machen, genauso wie ich das kann. Ich bin echt kein Sportbolzen. Naja, manchmal schon. Nee, Quatsch. Also, es kann jeder. Schickt mir gerne auch eure Vlogs, wenn ihr wollt, eure Aufnahmen, wie ihr lauft. Dann verarbeiten wir das auf Schoki Banuki, wenn ihr mögt. Ansonsten einfach ohne Handy laufen und dann ab die Post ein bisschen fitter werden. Ich laufe die Tage wieder oder mache irgendwas Sportliches. Bis dahin. Cheerio, Miss Sophie. Whew!